der Software- und Beratungspartner im Bereich Treasury Asset und Risikomanagement, präsentiert die SAP-Lösung für Commodity Management. Die SAP-Lösung für Commodity Management hat in den letzten Jahren besonders an Bedeutung für ihre Industrie gewonnen. Unter den Betriebskosten einer Fluggesellschaft beispielsweise nimmt der Kostenanteil für Treibstoffe stetig zu. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit SAP eine integrierte, durchgängige Lösung zwischen Materialbeschaffung und Absicherungsgeschäft erzielen. Eine automatisierte Lösung für das Einhalten von regulatorischen Anforderungen, wie beispielsweise das European Market Infrastructure Regulations, spart Ihnen Arbeitsaufwand und Kosten. All das, wenn Sie Ihre Commodity-Derivate im SAP führen. Compiricus ist ein Beratungs- und Softwarehaus spezialisiert auf Asset, Treasury und Risikomanagement. Wir sind seit mehreren Jahren SAP-Partner und befinden uns im engen Kontakt mit der SAP für alle Innovationen in dem Bereich. Der Kontakt stellt sicher, dass wir für unsere Kunden immer auf dem aktuellen Stand sind und die beste Qualität unserer Dienstleistung liefern können. Hier sehen Sie einen Auszug aus unserer Kundenliste. Die Compiricus-Experten unterstützen Ihr Projektteam bei der zukünftigen Anwendung der Commodity-Management-Lösung. Außerdem bieten wir Ihnen das Rundum-Sorglos-Paket. Wir richten Ihnen das Treasury-Modul und die Integration zur Logistik bedarfsgerecht ein. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Bestellung für Rohöl anlegen, eine Exposure-Position anschauen und ein Absicherungsgeschäft handeln. Wir beginnen mit der Anlage einer Bestellung über die Materialwirtschaft. Wir kaufen 50 Barrel Öl mit Lieferdatum am 5.01.2015. Der Nettopreis beträgt 84 US-Dollar pro Barrel. Wir benennen unseren Lieferanten, wählen die Einkaufsorganisation, die Einkäufergruppe sowie den Buchungskreis. Dann benennen wir unser Material. Wir geben die Bestellmenge und das Lieferdatum ein. Wir wählen unseren Lagerort mit dem dazugehörigen Werk. Als letztes geben wir noch die Rahmenvertragsnummer ein. Wir wählen Rechnungsprüfung aus und speichern. In dem Modul Treasury and Risk Management befindet sich ein eigener Bereich für Commodities. Dort wurde aufgrund der Integration zwischen den Modulen für die Bestellung eine Row Exposure Position angelegt. Mit F8 gelangen Sie in den Überblick. Die letzte Zeile ist die, die wir gerade angelegt haben. Die Materialstammdaten aus der Logistik und die Commodity-Stammdaten aus der TRM sind unter anderem durch ein physisches Commodity verknüpft. Der zuständige Risikomanager hat hier die Möglichkeit, das Row Exposure zu prüfen und freizugeben. Hier sehen Sie, dass sich der Status von veränderbar auf freigegeben geändert hat. Damit wurde aus dem Row Exposure eine für Absicherung relevante Exposure-Position. Aus dem Exposure-Report kann die zunächst ungesicherte Menge abgeleitet werden.
Bevor ein Sicherungsgeschäft angelegt wird, soll das Exposure einem Sicherungsplan zugeordnet werden. Dazu markieren wir die Position und gehen auf Übernehmen. Hier wird der Sicherungsplan ausgewählt. Nun legen wir ein Commodity Forward an. Wir wählen wieder unseren Buchungskreis, unsere Produktart, die in diesem Fall die 80C ist. Wir wählen unsere Geschäftsart und den Partner. Zunächst wählen wir die Commodity-ID. Wir geben die abzusichernde Menge und den dazugehörigen Preis an. Wir nehmen an, dass der Preis für ein Barrel Öl heute 82 US-Dollar beträgt. Das Forward-Datum ist unser Lieferdatum und wir zahlen 2 Tage später. Die Commodity-Preise werden abhängig von der Kontraktspezifikation und dem Market Identity Code gepflegt. Durch Ausführen dieser Transaktion können wir uns die Commodity-Preise anzeigen lassen. Wir wählen zunächst die Kontraktspezifikation für Derivate sowie den Market Identity Code. Nun führen wir das Programm aus. In dieser Tabelle befinden sich einheitlich die laufenden Preise für jeden Fälligkeitsstichtag eines Futures. Dadurch müssen keine Stammdaten für jeden Future gepflegt werden. Aus diesen Preisen kann nun auch eine sogenannte Commodity-Kurve aufgebaut werden, die für die Barwertberechnung herangezogen wird. Dazu führen wir die folgende Transaktion aus. Wir wählen unsere Commodity-ID und die dazugehörige Kurvenart. Das System erzeugt nun eine sogenannte kontraktbasierte Commodity-Kurve. Unter dem Reiter Kurven, indem wir das heutige Datum auswählen und auf grafische Darstellung gehen, können wir uns die Kurve anzeigen lassen. In den Kontraktspezifikationen für Derivate gemäß der CME-Börse wird die Grundlage für die eben dargestellte Funktion gelegt. Wir führen eine neue Transaktion aus. Wählen wieder die Kontraktspezifikation für die Derivate. Und lassen uns dies anzeigen. In den weiteren Reitern Details, Derivate und Zeiträume werden zum Beispiel automatisch die Fälligkeitsstichtage für die entsprechenden Futures berechnet, die die Grundlage für die Kurspflege und für den Aufbau der Commodity-Kurve waren. In unserer kommenden Demo-Version für Commodity-Management zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie das angelegte Sicherungsgeschäft mit dem Exposure verknüpfen und in Ihrem Sicherungsplan anschauen können. Haben Sie Fragen?
Wir beantworten sie Ihnen gern und stehen außerdem für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch zu Ihrer Verfügung. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.